Jo Leute, was geht? In dem Video zeige ich euch, warum ich als Maus- und Tastaturspieler auf Controller gewechselt bin und gleichzeitig zeige ich euch, wie stark der Aim Assist auf dem Controller wirklich ist, denn das Ganze merkt man nur, wenn man selber auf Maus und Tastatur gespielt hat und Gunfights verliert, die man eigentlich nicht verlieren sollte, da man teilweise früher auf den Gegner drauf war, aber durch das Tracking, also das auf dem Spieler draufbleiben in Kombination mit dem hohen Movement, was man in Warzone hat, ist es halt sehr schwer, gegen den Aim Assist auf Controller anzukommen und deswegen verliert man sehr oft Gunfights als Maus- und Tastaturspieler, vor allem Close-Range-Gunfights, diese verliert man sehr oft, wenn man gegen Controller-Spieler spielt und das Ganze ist natürlich sehr frustrierend und vor allem ist es frustrierend zu sehen, dass man dann als Controller-Spieler wesentlich bessere Runden hat und viel mehr Kills macht als auf Maus und Tastatur und obwohl man viel mehr Erfahrung auf Maus und Tastatur hat, zu mir, ich spiele schon seit 2 Jahren auf Maus und Tastatur und ich würde von mir behaupten, dass ich ein mittelmäßiger Maus- und Keyboard-Spieler bin, habe schon das ein oder andere krasse Gameplay in Vanguard erspielt und auch im Cold War Multiplayer oder im WoW-Multiplayer habe ich keine Probleme, gute Gameplays zu erspielen, aber in Warzone habe ich es nicht geschafft, über eine 1-2er-KD hinauszugehen, außer als ich dann auf einmal mit dem Controller gespielt habe. Aber ihr werdet es jetzt in diesem Video sehen, wie stark der Unterschied ist zwischen Maus und Tastatur und Controller. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Clips aus Vanguard Multiplayer und Cold War, damit ihr ein bisschen einschätzen könnt, wie mein Skill-Level ist. Und danach zeige ich euch ein paar Clips in Warzone und ihr werdet sehen, dass da ein extremer Unterschied ist. Und später werdet ihr dann sehen, wie ich dann auf dem Controller spiele. Man wird sehen, dass mein Movement nicht gut ist, aber das Aim, naja, das Aim, das werdet ihr sehen. Machen die übel ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das gerade für ein Shot? Keine Ahnung, wie ich den getroffen habe. Oh, leckerer Flick. Oh mein Gott, habe ich den Hops genommen. Oh mein Gott, der denkt doch safe, ich hacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das für ein Abschuss, Bro? Das war wieder der übelste Sus-Flickshot. Komplett bodenlos. Okay, das war Sus. Nachdem ihr gesehen habt, wie ich ungefähr im Multiplayer spiele, seht ihr jetzt ein paar Einblicke in mein Warzone-Gameplay und hier nochmal meine Stats ohne VPN und mit Maus und Tastatur. Als ich mit meiner Leistung nicht so zufrieden war in Warzone, habe ich mir dann ein VPN geholt und dann kam das bei rum. Es waren zwar ganz gute Runden dabei, aber im Großen und Ganzen hatte ich immer noch Schwierigkeiten. Aber seht einfach selbst. Bro, wo kommt der Prezi auf einmal her? Let's go! Alter, mein erster Solo-Win! Läuft's gut, gut. Also, mein allerersten Warzone Rebirth Win. Solo. Und danach waren ein paar Muckrunden. Aber insgesamt ganz okay. Ich war ein bisschen gebrochen von den ganzen Controller-Spielern. Genau wegen dem hier. Aber ansonsten okay. Ey, das kannst TTW, du. Ah, oh, Bro. Ich hatte den eigentlich voll outmoved.
Nee, ich verkaufe. Das kann nicht sein, dass ich den Gunfight verliere, weil er Auto-Aim hat. Ich habe kein Aim und kein Auto-Aim. Nachdem ich dann sehr lange versucht habe, auch in VPN-Lobbys gute Runden zu erspielen, kam ich nicht über 15 Kills hinaus und ich habe mich auch immer unsicher in den Gunfights gefühlt und hatte sehr viele Schwierigkeiten, bin sehr oft gestorben und habe es überhaupt nicht hinbekommen, ansatzweise an eine 2er-KD zu kommen. Und dann habe ich angefangen, mit Controller zu spielen und seht, was passiert ist. Womit soll ich schießen? Mit hinten oder vorne? Also so. Digga, dieses Auto-Aim, hallo! Hallo! Und das ist kein Aim-Assist oder was? Digga, der klebt! Ich klebe! Digga, ich klebe ja mehr als das Kaugummi, was ich in meinem Mund habe. Hallo? Digga, Bruder? Digga, was ist das, Mann? Auto-Aim, Hilfe, Mama! Zugegebenermaßen, die Reaktion von mir war etwas übertrieben und es ist natürlich kein Auto-Aim, es ist ein Aim-Assist, aber ich war da ein bisschen in Rage, weil ich vorher von sehr vielen Controller-Spielern geholt wurde und jetzt super easy diese Kills machen konnte, obwohl ich erst eine Minute an dem Controller gespielt habe. Nach ein bisschen Gewöhnung an den Controller habe ich mich dann in Warzone gewagt und jetzt seht ihr, was passiert ist. Nachdem ich gemerkt habe, dass mit dem Controller viel, viel mehr drin ist, habe ich mich dann auch mit dem VPN in Solo-Lobbys gewagt und nach ein bisschen Gewöhnung auch mit einem Aim-Controller habe ich dann diese Runden erspielt. Das sind so eine Bots. Wollen die kommen ja auch wieder hin und lassen sich einfach killen. Das sind die reinsten Bots. Das war mein Fail. Du wurdest gef***t, Junge! Das gibt's nicht! Imagine, Bro! Das kann nicht wahr sein! Hallo! Ich hab das nicht überlebt gerade! Bro, was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Controller ist cheating. Controller ist cheating, man. Ganz klare Nummer. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein.
Habe ich schon wieder der dritte Win in Folge. 23 Kills wieder. Hier seht ihr nochmal die drei Spiele, die ich hintereinander gewonnen habe. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass es VPN-Lobbys waren. Es waren sehr einfache Lobbys. Hier hätten sehr wahrscheinlich noch bessere Spieler 30 bis 40 Kills erspielen können. Jedoch geht es hier um meine Leistung und meine Leistung, die ich vorher hatte. Und man sieht einfach einen extremen Unterschied zwischen Maus und Tastatur und Controller. Hier soll es auch gar nicht um die Anzahl der Kills gehen, denn diese variieren natürlich immer mit der Lobby, mit den Gegnern, mit der Tagesform und so weiter und so fort. Hier soll es eher so um den Durchschnitt gehen. Ich blende euch jetzt noch die Statistiken von den Tagen danach ein und hier sieht man immer noch einen extremen Leistungsanstieg im Vergleich zu den vorherigen Leistungen mit der Maus. Und für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Nachweis dafür, dass man viel, viel besser mit dem Controller spielen kann und dass man dadurch auch einen Vorteil hat gegenüber den Mausspielern. Natürlich gibt es auf PC mehrere Vorteile, die Konsolenspieler nicht haben, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wollte euch einfach hier nochmal zeigen, wie stark der Unterschied zwischen Controller und Maus ist. Zum Ende hin will ich auch natürlich noch sagen, dass es nicht nur am Aim Assist liegt. Natürlich ist der Aim Assist nur da, um den Spieler ein bisschen zu unterstützen und es ist natürlich auch notwendig, dass man auf dem Controller den Aim Assist hat, weil sonst hätte man gegen Maus- und Tastaturspieler keine Chance und vor allem auf große Distanzen hat man natürlich als Controller-Spieler ein bisschen Nachteile im Gegensatz zu Maus- und Tastaturspieler, die viel, viel präziser aimen können. Jedoch sind die Close-Range-Gunfights die Problematiken für Maus- und Tastaturspieler, weshalb ich es auch keinem empfehlen würde, der Rebirth oder Fortune's Keep spielt, dann auf Maus und Tastatur zu spielen, wenn man auch auf dem Controller spielen kann. Ich finde es einfach nur erschreckend, wie stark der Aim Assist ist und wie viel besser man spielt, wenn man auf einmal auf Controller spielt, obwohl man überhaupt nicht eingespielt ist auf dem Controller. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn das in Zukunft bei Warzone 2 und bei MW2 ein bisschen angepasst wird. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es weniger stark wird und wir werden wahrscheinlich weiterhin so einen starken Aim Assist bekommen. Deswegen denke ich, werde ich weiterhin auf Controller spielen. Die Multiplayer-CODs werde ich natürlich weiterhin auf der Maus spielen, da es einfach viel mehr Spaß macht und man dort halt wirklich einen Vorteil hat, weil man schneller reagieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch mal einen Einblick gegeben, wie es ist, ein Maus- und Tastaturspieler zu sein und dass der Aim Assist schon ein wenig zu stark ist. Aber ihr könnt ja selber in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet. Habt ihr beides schon mal probiert und was findet ihr besser? Wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie ich mich auf dem Controller schlage, schaut gerne auf Twitch vorbei. Das würde mich sehr freuen und ich würde mich auch sehr über ein Like freuen. Und jetzt, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.